Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Genshin Impact und wir sind heute bei der Kryohypostase und danach machen wir noch den Weltauftrag Eiskalte Spuren oder zumindest fangen wir da an und ja, wir kämpfen einfach mal gegen die Kryohypostase, um rauszufinden, wie sie so funktioniert. Ich habe sie jetzt schon mal gemacht zum Testen, um hier nicht komplett destroyed zu werden und eigentlich ist sie ziemlich simpel. Das Einzige ist nur, die Zeitfenster, in der man sie angreifen kann, sind ziemlich kurz. Gefühlt kürzer als bei anderen Hypostasen. Kommt halt drauf an. Und wie man sie finisht, ist ein bisschen anders. Ein bisschen ungewöhnlich, aber jetzt eigentlich auch nicht krass. Und man muss natürlich aufpassen, weil man befindet sich im Drachengrad. Das heißt, die ewige Kälte sucht einen permanent heim. Das heißt, man muss halt aufpassen und immer wieder zu den Flammensäulen gehen, damit man nicht durch das Eis noch Bonus-Damage bekommt. Genau. Aber ja, sie regeneriert sich relativ schnell am Ende und wie gesagt, zwischendurch kann man sie auch nicht wirklich oft angreifen, weil sie echt kurze Zeitfenster nur bietet für den Angriff. Häufig, aber kurz. Aber wahrscheinlich übertreibe ich nur. Wahrscheinlich einfach nur, weil man es nicht gewohnt ist. Kommt es einem vor, als wäre es schneller. Aber es ist schon extrem schnell. Also kannst nicht sehr lange draufhauen. Genau. Und wie man sie finisht, ist wie gesagt ein bisschen ungewöhnlich, aber ihr werdet es gleich sehen, wenn ihr es noch nicht selber ausprobiert habt. Geht aber eigentlich. Oh, es war zu spät. Ja, du hast nicht mal genug Zeit, um eine 5-Sterne-Ultimate rauszuhauen. Weil die so schnell wieder regent. Oder nicht regent, aber aus dem verwundbaren Modus rausgeht. Und jetzt fehlt genau ein Hit. War ja klar. Aber wir müssen uns eh nochmal an der Säule aufwärmen. Vielleicht reicht ein Schuss von Fischl. Wahrscheinlich nicht. Na, nicht ganz. Jetzt aber. Und jetzt kommt die Besonderheit. Man spielt nämlich ein bisschen Fußball mit der. Die ballert jetzt diese Früchte raus. Frostfrüchte. Und die muss man zu ihr zurückballern. Und zwar mit heftigen Schlägen. Und da muss man sich ein bisschen beeilen. Und es gibt noch eine Besonderheit. Erstens, man kriegt währenddessen Damage, also sie greift dann weiterhin an. Und zweitens hat sie auch Fake-Früchte. Also es gibt auch welche, die sind quasi fake in Anführungszeichen. Und die kann man nicht angreifen. Die zerplatzen dann einfach. Genau. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich es schaffe. Nein, nicht ganz. Schade. Aber sie ist kurz davor nochmal gedownt zu werden. Aber ja, im Endeffekt eigentlich nichts wirklich so krass Besonderes. Jetzt haben sie nochmal gedownt. Jetzt muss ich nochmal heilen. Ah, und man muss auch aufpassen, wenn die Frostfrüchte aufprallen, kriegt man auch Damage. Also, wenn die Dinger auf dich zufliegen, dann sollte man auf jeden Fall einen Schritt zurück machen. Sonst gibt's Fett auf die Nase. Weil was ich noch nicht probiert habe, ist, jetzt wo der Schild weg ist, dann nochmal so eine Frostfrucht zurückzuschießen. Das habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Ja, das funktioniert auch gar nicht. Nope. Ja, okay. Das habe ich tatsächlich noch nicht probiert, aber gut, das habe ich gerade festgestellt, das ist auch Schwachsinn. Also sobald der Schild weg ist, einfach hingehen und sie probieren schnell zu finishen. Ja, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Uff. Das ist natürlich unlucky. Aber alles für die Wissenschaft. Alles für die Wissenschaft. So, jetzt nämlich, wenn jetzt die Frostfrucht auf mich drauf fliegt, dann ist RIP. Ups. Das passiert also, wenn man die linke Maustaste gedrückt hält, nice. Und der Grund, warum ich es nicht mit Fische mache, die sind ja so weit auseinander, ist, wenn du tatsächlich mit einem Fernkampfhelden es machst, die Dinger fliegen immer in die Richtung, in die du sie kickst. Das heißt, wenn du mit einem Fernkampfhelden von der Seite drauf schießt, dann fliegen die Dinger auch zur Seite. Dann fliegen die nicht auf die Hypostase und dann kriegt sie keinen Schaden. Zumindest war es so vorhin, als ich es ausprobiert habe. Und das war ziemlich blöd. Genau. Aber ja, im Endeffekt nichts Spektakuläres, nicht schwächer und nicht stärker als alle anderen Hypostasen. Im Endeffekt war jetzt wahrscheinlich nicht die perfekte Möglichkeit. Kann man noch perfektionieren, aber so oder so, egal wie man es macht, ist keine besondere Herausforderung, die zu besiegen. Und jetzt machen wir noch den Weltauftrag Eiskalte Spuren, beziehungsweise fangen damit an. Die Abenteurer-Gilde hat uns mal wieder beauftragt. Und dann gucken wir mal, was die genau von uns wollen. Weiß nicht, ob wir das abschließen können. Kommt drauf an, wie lange es dauert.
Ist das nicht in Ordnung? Bist du wegen der Sehenswürdigkeiten hierher gekommen oder hat dich dieser junge Cyrus auf irgendeinen Auftrag hergeschickt? Nun, egal aus welchen Gründen du hier bist, bleib dennoch auf der Hut. Ach, ich lese es jedes Mal, ne? Weil ich immer denke, es gehört schon zur Quest. Falls du dir tatsächlich vornimmst, auf dem Drachengrad ein Abenteuer zu wagen, ist es lebenswichtig, dass du schon vorbereitet bist, bevor du ihn betrittst. Nimm den Berg nie auf die leichte Schulter. Wir kennen uns, ich habe schon Aufträge für dich dort erledigt. Der Drachengrad zeigt keine Gnade gegenüber leichtsinnigen Abenteuern. Wait. Was? Was? Nein, das war jetzt nicht die Quest. Nein, was? Was? Hey, jetzt ernsthaft? Also ich meine, ich schätze mal, sie haben diesen Auftrag hinzugefügt, um... Aber what? Was war das denn? Ich bin so verwirrt. Soll ich vielleicht mal mit Catherine nochmal reden? Oder mit Cyrus? Hä? Was war das denn? Ich habe jetzt ehrlich gesagt was anderes erwartet. Ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Nee. Also Catherine will nichts mehr. Dann gehen wir noch kurz zu Cyrus. What the hell? Ah, wartet mal, wir können auch mal gucken, ob Sarah neue Rezepte verkauft. Es gibt ja neue Rezepte. Ob sie die auch verkauft ist? Nope. Leider nicht. Na gut. Dann nicht. Wenn Sarah nicht will, dann will sie nicht. Tja, das wusste ich natürlich nicht, dass das quasi kein richtiger Auftrag ist. Äußerst ärgerlich. So, Cyrus. Nope. Ja, dann war das ein Weltauftrag. Wow. Was und was für einer. Unbelievable. Aber na gut, dann haben wir halt mal ein kurzes Video. Ist nicht so schlimm. Dann bedanke ich mich trotzdem recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Würde mich über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Ciao, ciao.